So, und damit willkommen zurück hier zu Big Pharma. So, und zwar haben wir das andere Level hier geschafft, beziehungsweise gerade so geschafft. Es war wirklich gerade so. Nicht wegen des Gewinns, das haben wir geschafft, aber ganz knapp. Hier gibt es verschiedene Kategorien quasi, in denen man hier sich aufhalten kann, beziehungsweise wo man entsprechende Aufgaben hier lösen kann. Anfänger, Mittel, Fortgeschritten, das haben wir gemacht, beziehungsweise Mittel haben wir, Anfänger haben wir auch ein paar. Dann gibt es aber nach Fortgeschrittenen quasi keine weiteren Schwierigkeitsstufensteigerung in der Form, sondern halt andere Varianten. Schnellstart, Riesenschulden, Platz für Manöver und voll freigeschaltet. Und zwar würde ich ganz gerne das hier machen an der Stelle. Warte mal, das will ich nicht machen. Das will ich nicht haben, sondern hier das Ende der Pille. Einfach so, weil das passt gerade mal hier. Ich könnte schauen, dass ich aus den weiteren Kategorien hier zumindest mal was mache. Nicht immer nur aus den gleichen quasi. Und zwar stellen Sie 300 erfolgreiche Verhütungsmittel für Männerbehandlung bereit. Und zwar innerhalb von 9 Jahren. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie das genau funktionieren wird. Ja, passt schon. Wie gut das funktionieren wird. Platz haben wir einiges. Okay. Ich glaube, hier haben wir diesmal das Problem, dass das Finden von dem Produkt gar nicht mal so schwierig ist, sondern dass wir die ganzen Sachen entsprechend sinnvoll anordnen müssen, behaupte ich mal. Habe ich aber die Befürchtung. Warte mal, was haben wir hier so ein Heilmittel? Da, Verhütungsmittel für Männer. Meine Güte, das würde ordentlich Knete bringen hier. 1000. So um die 1000. Das heißt, da wissen wir sogar auch schon, wie das funktioniert. Spannenderweise ist der Ausgangspunkt Mittel, was Warzen entfernt. Ich weiß nicht, was das uns jetzt sagen soll, ne? Liebe Männer, ich weiß es nicht. Entfernt Warzen und Verhütungsmittel für Männer. Na gut, zwischendurch ist es auch ein Verhütungsmittel für Frauen und ja, Erektionsstörung haut das auch aus dem Fenster raus. Okay, das heißt, wir brauchen dafür folgende Zeug. Ich weiß es nicht. Haben wir das noch gar nicht freigeschaltet? Wir haben die drei anderen Teile hier. Verdammt, entfernt Warzen. Verdammt, wo ist denn das dann? Wo sind die Warzen? Blut, bla, Schmerzen. Das ist das Problem an der Stelle, dass wir das erstmal... Wahrscheinlich ist das hier unten irgendwas. Wahrscheinlich das hier. Oder in die Lokmon. Wahrscheinlich müssen wir irgendwas in dem Bereich machen. Wahrscheinlich Tiefseeerkundung. Ich sehe das schon kommen hier. Meine Güte, warte mal. Ich mache mal eine Pause hier. Was haben wir hier alles für Sachen? Okay. Wir haben noch zusätzliche Gebäudeteile hier. Sequenzierer ermöglicht Ihnen, die Konzentration innerhalb bestimmter Werte selbst frei festzustellen. Das klingt sehr mächtig, aber das wird sauteuer sein, das Ding. Oder sehr langsam. Teilchenbeschleuniger. Macht Medikamente hochreaktiv. Hierhin verarbeitete Medikamente verhandelten sich so, als besäßen sie alle Konzentrationen gleichzeitig. Alle Effektive sind aktiv und die Konzentrationskomponenten aller Reaktionen sind gesättigt. Bad. Okay. Das. Okay, ich. Das klingt interessant. Was haben wir hier noch? Verpacker haben wir, Zentrifuge haben wir. Tauscht die Effekte zweier Wirkstoffe. Das klingt doch. Zumindest interessant. Verpackt mehrere Produkte in der gleichen Verarbeitungsreihe in eine Kiste, die dann ausgeführt werden kann. Das wird hier sehr sinnvoll sein, weil wir hier wahrscheinlich große Mengen von einer Sache herstellen müssen. Oder zumindest halbwegs große Mengen. Oder? Warte mal. Stellen Sie 300 erfolgreiche Verhütungsmittel für Männerbehandlungen bereit. Naja, vielleicht müssen wir gar nicht so viel machen, sondern wir müssen uns halt nur da wirklich hinarbeiten. An die passende Stelle. Okay. Das heißt, wir haben wieder mal ein bisschen neues Spielzeug hier parat. Und ich muss am Anfang wieder für billiges Geld sorgen hier quasi, für billige Varianten. Weil bis wir das dann hier alles freigeschaltet haben und freigeforscht haben, könnte es noch einen Ticken dauern. Hier, warte mal, Forschung. Ich hau da erstmal hier eine Person ran hier. Ach, guck mal, die Sachen sind schon freigeschaltet hier. Okay, das ist schon freigeschaltet. Ja, genau, das ist die Ausgangsbasis, dass ein paar Sachen schon mal freigeschalteter sind. Lobbyismus, aha. Wie viel brauche ich da? Weiß ich nicht. Man kann zumindest einiges erforschen hier. Das klingt so ewig teuer da oben. Das ist nicht mal ansatzweise irgendwie erkennbar, was da oben so los ist.
klingt trotzdem sehr, sehr teuer. Okay. Dann hätte ich gerne bei den Wirkstoffen aber jemand, der hier auch mal ein bisschen forscht. Und zwar, wahrscheinlich vollkommen egal. Wobei so ein Katalysator ist nicht verkehrt, den zu haben. Weil wenn ich hier auf die Heilmittel gehe, wie sieht das da aus? Na, wenn dann braucht man einen Dreifach-Katalysator, aber hier bräuchte man einen Zweifachen. Irgendwas in dem Bereich. So. Ich hau erstmal das einfache Zeug hier rein, ne? Was bringt das genau? Lindert Hautausschlag. Das ist auch schön. Wenn wir da auch irgendwie so 3 runter könnten vielleicht, dann wäre das hier gerade so an der Grenze. Es muss ja kein Qualitätsprodukt werden. Und es ist schön, dass wir da so ein paar Sachen schon mal freigeschaltet haben. In dem Sinne. Wobei, ich hau dann noch ein das dann runter. Wenn wir schon dabei sind. Machen wir das dann noch ein. So. Seitenmischer habe ich noch nicht, ne? Hier einmal. Weil es wäre im Moment auch recht sinnvoll. Halt, stopp. So rum. Ist auch noch ran. Okay, das ist das erste Geld, was wir hier bekommen sollten und wollten. Das ist ganz schön eng hier. Was ist das nächste Geld, was wir dann haben hier? Das haben wir da an der Stelle. Spray aus Silikat gelatinös. Das müsste dann einfach nur hochgeschraubt werden. Hier so meinetwegen 3 Stück. Ja. Das heißt, das mache ich auch mal kurz. Ist halt echt in dem Sinne kurz, ne? Im Sinne von... Ja, ja, ist ja gut. Im Sinne von, wir kennen das ja schon. Ist halt echt in dem Sinne sehr, sehr billig hier gemacht. Aber ich brauche das gerade mal für das Anfangsgeld. So. Ist halt äußerst billig jetzt hier. Ja, sehr gut. Produziertes Zeug. Dann noch einen. Können wir sogar hier schräg durchklopsen. Also ich baue jetzt mal von allen 3 hier erstmal so die grundlegenden Sachen. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Um sich in jedem Markt ein bisschen erstmal anzufreunden hier. Okay, da kann ich auch irgendwie 3 einfach runtergehen. Das ist richtig, ja, ne? Machen wir so. Bisschen platzsparend. Okay. Ich brauche halt Geld. Wahrscheinlich gut, wahrscheinlich durch das ganze Bauen von den ganzen Gerätschaften. Wahrscheinlich verliere ich da sogar fast noch mehr Geld, als wenn ich da spontan einfach sehr schnell auf die Erforschung weiterer Sachen gehen würde. Vermute ich mal. Und dass da darüber dann entsprechend ich schon mal einen größeren Vorteil haben würde. Wenn ich dann einfach schneller Sachen erforschen würde. Vielleicht würde das besser sein, dass ich dann quasi mich am Anfang zurückhalte, aber dann schneller fortgeschrittene Sachen mache. Das kann natürlich sein. Oder aber, dass man hier sagt, ey, das können wir eigentlich direkt verbessern. Mache ich das eigentlich mal, ne? Ich probiere das mal hier. Ich bewege das mal. Das braucht eine 10 bis 12. Das hat im Moment eine 6. Das heißt, das wird dann in einem Ionisator. Machen wir das hier mal. Bewege ich das mal. Das können wir halt machen hier. Dass ich das direkt schon mal hier besser aufstelle eigentlich, wenn das denn finanziell passt. Hoffentlich. Es wird jetzt eine 9 sein. Wenn das noch von der 6 kommt, dann brauche ich da noch einmal so was Kleines. Verdampfer. Halt, Shop so. Das daran. Okay, dann passt das. Dann kommt der Ionisator. Ich würde direkt so machen. Das ist vom Platz her vollkommen Latte. Und danach weiß ich noch nicht, wie es denn weitergeht. Deswegen werde ich hier die ganzen Sachen nennen müssen. Das passt. Das hier passt hoffentlich auch. Hallo? Das passt auch, genau. Ohne Nebenwirkungen, alles. Product name required. Wie sieht es hier aus? Ist das jetzt... Genau. Schnauze. Das muss jetzt... Machen wir 6 hoch. Das heißt, das Ding ist vollkommen falsch hier. Machen wir das... Hallo? So? Noch haben wir den Platz. Noch haben wir den Platz. Und dann das auch wieder in Tablettchenform, ne? Würde ich sagen. Bietet sich hier gerade mal an. Zack. 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 Insufficient funds. Oh, nee. Och, nö.
Verdammt. So knapp hier. So, Brennterminator. Ja, fantastischer Name. Schuppenschluss, ja, fantastischer Name. Ich hoffe, dass mir das hier nicht eingestampft wird, ne? Von der ganzen Knete. Ich muss noch kurz einen Kredit aufnehmen. Warum sind das? Warte mal. Achso, der hier, die, okay. Ich habe gerade nur überlegt, was hier anders ist, quasi. Warum das eine mehr Geld bringt als das andere, beziehungsweise monatlich was anderes ist. Okay. Gewinn haben wir hier. 37, das ist nicht viel. 17, was ist das denn? Das ist ja gar nichts. Hier, Hyper-Thü-Freund. Hyper-Thü? Meister Hyper-Thü? Ja, ich... Hyperthyreose. Was? Hyperthyreose. Habe ich keinen blassen Schimmer von. Mal ganz ehrlich. Kein blassen Schimmer. Was das macht, ist oder heißt. Aber wahrscheinlich irgendwas Medizinisches. Vermute ich mal. Okay. Ich stelle mal eine Person ein. Das war ein... Achso. Ah, ich habe ja noch eine Person. Verdammt. Ich mache trotzdem hier auch noch eine Person mehr. Ich muss das alles optimieren und verbessern hier. Hoffe ich doch mal sehr. Ja. Du musst aktuell gucken. Ich meine... 8.000 hier in Grundstück kaufen. Ich muss halt aufpassen, wo ich denn, wie das finanziell hier denn aussieht. Dann mal einmal Forschung hier schon parat. Habe ich bisher 4 Stück von. Das muss ein Ticken billiger sein. Ja, man merkt nur, dass es direkt ein Ticken billiger wird. Ist trotzdem alles nicht so überzeugend, wie erhofft. 27 habe ich da jetzt. 45 als Gewinn. Und da haben wir 95 als Gewinn. Ja, okay. A competitor has released a new product. Ja, ja, ist ja gut. Wie viel hat er denn jetzt? Da. Okay, ein Ding hat er. Okay, ich habe hier ein paar mehr davon. Ja. C plus sogar. Oh. Ah. Ja, bisher sind die Sachen gut. Sehr in Ordnung zumindest. Okay. Ich überlege gerade, wie ich das hier mit dem Finanz mache. Ob ich da jetzt, wie finde ich jetzt hier noch einen Kredit aufnehme und dann erstmal voranschreite. Dann mal gucke, dass ich da schnell Fortschritt und sowas mache. Hier, komm. Im Moment bräuchte ich das Geld, glaube ich. Was ist das hier? Achso. Ah. Ah. Fantastisch, was man alles nach einer Zeit lang herausfindet. Was alles gibt hier. Schön. Hier wird hier geforscht, da wird geforscht. Fantastisch. Dass wir das auch mal ein bisschen billiger machen können. Ich werde vermutlich mal schauen, dass ich nochmal hier einen Kredit aufnehme. Ist zwar ein bisschen böse jetzt. Aber ich hätte gerne noch mehr Sachen hier. Im Sinne von, ich würde gerne die Sachen hier aufpimpen. Damit wir halt möglichst früh da schon mal was reißen können. Das heißt, ich importiere den ganzen Quatsch hier, den ganzen Kokolores. Und zwar hau ich denn da. Okay, vielleicht hätte ich das erstmal machen sollen. Ja, ich mache das jetzt so. Okay, das brauchte den Katalysator. Das ist schlecht. Nein, dann will ich was anderes. Halt, Moment. Nee, warte, braucht das einen Katalysator? Doch, genau, das andere brauchte keins hier. Ah, nee, das habe ich ja schon auf der Stufe, auf der nächsten. Verdammt, ich bin. Ich bin doof. Da brauche ich den Chromatograph für, zu verbessern. Ach Gottchen. Kämpft Krebs, ich glaube es auch. Soweit kommt das noch. Dann hauen wir das hier halt hoch. Ja, es geht besser. Pausiere das auch mal. Ein Punkt haben wir über. Machen wir das Gas. Das ist Spray. Wenn ich das gleich in höheren Mengen reinbekommen will. Okay, 2 Stück sind da unterwegs. Im Moment schlechtes Geld, sehr schlechtes Geld. Beziehungsweise nicht viel Geld vorhanden. Okay, 13, das heißt, ich muss ein bisschen hochschieben hier, Agglomerator. Versuchen wir das platztechnisch so zu machen, dass man hier entsprechend noch viel Platz über hat. Das wäre mal sehr deluxe. Ich hoffe mal, das geht. Kann verbessert werden mit Verdampfer. Danach in den Verdampfer reinschieben, das Ding. Ach, das klingt erstmal sehr billig. Oder zumindest sehr simpel hier. Ich hoffe mal, das wird dann nicht zu schlimm dann ausarten gleich.
Ups, nein. Den kann ich zurückzahlen, ne? Den einen hier. So. Immerhin. Ob es das jetzt gebracht hat, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Lindert Magengeschwüre. 8 bis 12. Das bekomme ich leider nicht weg, verdammt. Verbessert mit Autoklave, nee. Da muss ich aber in eine ganze Ecke runtergehen. Das heißt, ich ionisiere mir einen zurecht hier. Ups, das war falsch. Bewegen. So. Sollte dann eigentlich passend sein. Ist jetzt auch nicht so das Qualitätsprodukt an der Stelle. Aber hoffentlich funktioniert der ganze Klimbim dann trotzdem. So wie er sollte. Ist das gut? Das ist okay zumindest. Zumindest von der Richtung her stimmt das schon mal. Geld wird es halt trotzdem bringen. Es wird nicht die Spitzenbewertung bringen. Das keinesfalls. Aha. Ja. Gewinn 121. Das ist, glaube ich, der wichtige Teil, dass wir erstmal einen Gewinn machen. Gewinn, Geld, alles in dem Bereich. Und das muss ich dann auch noch verarbeiten gleich. Product name required. Ja, sehr gut. Produktname. Bauchwehstopp, ist okay. Okay, ansonsten, ich muss auch nicht zwei Leute haben, ne, mal so gesehen. Das Einstellen kostet halt 5000, da hätte ich mal... Hätte ich vielleicht doch schauen müssen, dass ich da nicht zwei von habe, aber so können sie zumindest auch schnell ein bisschen forschen. Und das passende Geld vielleicht irgendwie rausbekommen dann oder dass es genügend viele Punkte bekommen, dass man das Geld entsprechend gut bekommen kann hier. Falls ihr wisst, was ich meine. Ich weiß es ja gerade mal selber nicht. Salbenmischer wäre tatsächlich schön. Oder? Ja, ne? Salbenmischer geht eigentlich ziemlich nett. Machen wir den Salbenmischer. Geht gut, glaube ich. Okay. Finanzen entwickeln sich. Okay. Das ist aushaltbar. Nennen wir es aushaltbar. Da hätte ich. Theoretisch könnte ich da zwei Stück von herstellen. 121 ist eine ganze Menge. 112 geht aber auch. Und so kompliziert war das jetzt echt nicht hier. 112, 121. Oder ich haue tatsächlich nochmal das andere Produkt rein hier. Das Zeug hier. Ich probiere das einfach mal. Wird halt in dem Sinne sehr, sehr billig werden hier, ne? Oder sehr unaufregend von der Art her. Ich könnte das ohne Nebenwirkungen machen, aber mache ich, glaube ich, mal nicht. Einfach 3 hoch und dann gucken wir mal, was passiert. Wahrscheinlich gibt es dann Geld. Wobei, warte mal, wie steigert man das? Verbessert mit Ionisator 0 bis 6. Hast du ja fast schon in der Nähe. Warte mal. Halt, Moment. Dann machen wir das einfach mal. Ich möchte nämlich gerne Sachen machen, die tatsächlich mehr Gewinn machen. Weil platztechnisch haben wir da genug für. Genügend für Platz. Da sollte das eigentlich kein Problem sein. Dass wir da entsprechend die Sachen auch für mehr Wert verkaufen. Das wäre nicht verkehrt, glaube ich. Oder wenn man sich das mal anschaut, hier haben wir einen Gewinn von 47, hier haben wir einen Gewinn von 50. Dafür haben wir hier einen von 121 und hier einen von 112. Und das quasi bei gleichem, hier, bei unwesentlich anderem Aufwand. Klar haben wir dann mehr Gerätschaften, die sind teurer in der Anschaffung, aber ich denke mal auf lange Sicht, gerade wenn man da jetzt früh genug mit anfängt, dann wird sich das schon auch ein bisschen lohnen. Dass man die Knete dann immer wieder drin hat. Und vielleicht später kann man dann die Gerätschaften, die man schon hat, dann auch noch anders recyceln für andere Sachen. Das wäre auch nicht verkehrt. Dass ich die mal nicht immer wegschmeiße, sondern tatsächlich für andere Sachen mal, für andere Stellen dann mal benutze. Okay, Ionisator wäre das Schöne hier. Ionisateure. Da ist er. Da. So. Dann darf ich das mal rein ionisieren. Mal gucken, wie das danach dann weitergeht. So. Anginemittel, das müsste... man könnte die Sachen entfernen hier, ne? Ha. Dissolver und Agglomerator. Hauen wir die Dinger da raus? Ach komm, hauen wir die Dinger da raus. Wenn dadurch mehr verkauft wird, vielleicht kann er sein. Das kann doch gut sein. A
A competitor has released a new product. Und dann noch im Agglomerator. Ich muss danach eh hoch. Ja, der Wert muss eh hochgeschraubt werden danach. Das passt dann schon mal. Das war dann ein Spitzenprodukt hier. Ja. Danach das dann noch einmal hoch hier. Nochmal, drei hier. Ich bin mir im Moment nicht sicher. Man kann ja auch von verschiedenen Sachen einfach mal, also wirklich alles kombinieren im Sinne von, dass man auch mehrere Heilungswirkungen in einem Dingens drin hat. Da wäre ich ja fast mal interessiert, dass man wirklich mal so eine Superpille baut, die gegen wirklich alles hilft. Oder zumindest gegen vier verschiedene Sachen. Theoretisch geht das. Man muss dann nur sehr viel schütteln und rühren und mischen. Aber das geht. Das wäre seltsam vor allem. Sehr seltsam. Aber es ginge. Okay, 121 wieder. A competitor has released a new product. 121 wieder. Das trotz dieses Umweges in dem Sinne. Wobei der Umweg tatsächlich nur klein war. Das war einfach nur ein Dissolver hier, der quasi zu viel des Guten war. Oder der halt mehr ist. Es geht. Finanziell trotzdem noch immer nicht so ganz geil hier gesegnet hier. 105 gewinnen. 44. 113. 41. Das ist okay. Ha. Huh. Na gut. A competitor has released a new product. Verbessern wir. Da habe ich noch drei Stück von. Okay, die hauen alle gerade mal frisch ihre ganzen Sachen raus. Haben aber lange nicht so viele wie ich. Gut, das heißt auch nichts, ne? Aber naja, trotzdem. Sehr schön, wenn man dann halt wirklich merkt, hey, wir bieten jeder was an, dass man dann wirklich Patente dann wieder rausknüppelt und Patente dann sich reinschmeißt für irgendwelche Sachen, wo halt alle dran mitwirken, damit man den anderen entsprechend das wegnehmen kann. Das Geld, was sie dadurch reinbekommen. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Wobei es fast interessant wäre, warte mal, das einigermaßen flott zu erforschen. Das können wir sogar machen hier. Theoretisch. Wenn wir da hier den Salbenmischer fertig haben, dann würde ich das gerne machen, glaube ich. Ich glaube, es wäre gar nicht so verkehrt. Das relativ früh dann zu haben hier. Ich glaube nicht. Kann ich mir gut vorstellen. Na gut, soweit ist es dann aber erstmal für diese Folge hier bei Big Pharma. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin. Tschüss.